Wenn man Photovoltaikstrom selbst nutzen möchte, gibt es immer wieder das Problem, dass manche Geräte sich nicht steuern lassen. Das hier ist eine einfache Lösung dazu. Hier habe ich einen Trockner und dieser Trockner lässt sich nicht automatisch starten, weil er danach einfach noch einen Druck auf die Starttaste benötigt. Das Problem ist so gelöst, dass hier eine kleine Schaltung sitzt, die 6 Sekunden nachdem sie Strom bekommen hat, hier unten diesen Schalter drückt. Und damit sie Strom gleichzeitig mit der Waschmaschine bekommt, hängt das Netzteil dieser Schaltung an der Funksteckdose. So, wenn jetzt Solarstrom ausreichend da ist und der Home Manager das Gerät aktivieren würde, dann schaltet er den Strom frei. So, in dem Moment passiert erstmal noch nichts. Es wird 6 Sekunden gewartet, bis das Gerät auch wirklich fertig ist. Dann drückt dieser Startknopf, drücke auf den Startknopf und das Gerät läuft los. Man kann jetzt trotzdem noch selber auf den Knopf drücken, indem man einfach außen auf diesen Startknopfdrücker drückt. So, und jetzt viel Spaß beim Nachbauen.